Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Toon the Stars zusammen mit der lieben Tai. Hallo Tai. Seit wann bin ich lieb? Aber hallo. Also, Naja, es hi. ist. Ich muss ja zumindest die Illusion aufrechterhalten. Ach so. Was machst du? Ja, ich werde jetzt bauen. Okay. Und zwar ist ja das Ziel. Du willst eine Pilzfarm haben und ich brauche mehr Weizen und ich will nicht mehr. Oder Gerste? Ich möchte Ja, nicht nur eine Gerste. Pilzfarm haben, ich möchte auch eine Pfefferkorn-Dings haben, weiß schon. Ja. Auf jeden Fall das mit diesen Riesenfeldern und den Karts hier unten. Das ist eine schöne Sache. So wie ich. Braucht aber viel zu viel Zeit und. Auch viel zu viel Platz, den wir hier so in der Form nicht haben, weil irgendwann wird das alles nicht mehr gechunkloadet. So, und von dem hier wollen wir das Ganze. Wir haben ja, Moment, ich gehe mal zu der Maschine hin. Marsch, Arsch, Schiene. Marschschiene. Arsch, Hier Schiene. diesen Phytogen-Insulator, mit dem man. Ja, das Zeugs quasi in der Maschine im Labor züchten kann. Also quasi Pilze und Sachen aus dem Reagenzglas. Das braucht hier dieses Phytogro als ja, Phytoklo. Phytogro, sonnenangereicherte Tralala-Blub mit ja, Humus halt. Damit das wächst, plus Wasser, plus Strom. Und dieses Phytochrom muss ich jetzt, möchte ich jetzt automatisieren und dafür brauche ich Platz. Und den Platz habe ich, glaube ich, hier oben drüber über dem neuen Generatorhaus. Und dafür muss ich hier nur umbauen. Massiv. So, und das werde ich jetzt in Ich habe eine Angriff nehmen. Kackfliege auf dem Bildschirm sitzen, Mann. Wer sich wundert, falls es aufgefallen ist, es tut mir leid, Newland. Ich habe mir sehr viel Eisen bei dir geholt. Ich habe auf jeden Fall das Eisenproblem. Ja, Eisenprobleme haben wir alle. So, wie heißt das jetzt noch? Baden. Edge? Nee, Nee, ich will hier einen neuen Boden legen und bin gerade überlegen aus. Boah, der schaut doch schön aus. Ist das so schön aus? Das schaut doch. hier, da. Kann man, weil eigentlich will ich das erstmal testen. Ey, lass das. Wie kann ich denn den Arcan Levitator umdrehen? Ah, mit dem Wie kann man den Arcan Levitator umdrehen? Wie umdrehen? Naja, ich habe ihn jetzt so doof platziert halt und ich kann nicht. Das weiß ich nicht, wie man den drehen kann. Das ist schade. Ah. So, okay, ich nehm jetzt das, auch wenn ich das verfluchen werde, weil das vermutlich wieder nicht das macht, was es tun soll, wenn ich hier Kabel durchziehe. Immer das Problem mit den Connected Textures. Denn dieses Gezubbel hier geht mir auf den Keks. Warte mal, damit ich auch wirklich sicher den Block finde, gehe ich einmal hoch und lass mich hier einmal runterfallen. Bam. Ja! Okay, dann baue ich die Treppe ab. Das hat mich nämlich sehr genervt. Dann müsste ich, oh, da müsste ich ja die ganze Wand einen reinziehen, ne? Oh. Okay, da, ja, dann ist das.
Okay, vorsichtig mit dem... Ah, warte mal, ich würde den eigentlich gerne einen tiefer in den... Oh. Klasse. Oh, ganz klasse, ganz klasse. Du denkst einfach nicht nach, so, weißt du? Ja, das, ja. Ah, das war jetzt, siehst du, ich denke nicht nach. Das war jetzt wieder ganz klasse, ehrlich. So, hier. So. Hurra! Ich mach das jetzt, ich bin jetzt nämlich richtig cool. Also, versuche ich es zu sein. Und, also, kann ich den nicht von hier, also, wenn ich noch einen zweiten hätte, was der dann? Ball, Entschuldigung. Arcana Levitator. Da bräuchte ich das für. Nitor hätte ich noch. Eisenplatte haben wir. Den könnte ich eigentlich nochmal schnell nachbauen. Warte mal. Nitor hatte ich, glaube ich, oben noch. Hm. Und zwar, ich weiß, dass ich noch Nitor hatte. Ich weiß das ganz genau. Denn ich bin manchmal eine kluge Frau. Manchmal. Ich bin hier konzentriert am Steine sitzen, deswegen bin ich jetzt hier sehr leise. Mir so egal. Es war kein Grund dafür, dass ich jetzt hier so konzentriert sein muss dafür, aber ich bin's trotzdem. Alter. Okay, also Kotangis Dachgarten auf den Bäumen schaut auf jeden Fall interessant aus. Okay. Ah, das war schon drin. Ach, klasse, okay. So, okay. Ich möchte jetzt gerne Levitat. Geht nicht. Feliz Levitat. Feliz Levi. Doch. Levitat. Da frutatata. So, ich stehe jetzt hier, das heißt da. Gut, hier unten scheint überall ausreichend Licht zu sein. Der Strom hier geht voll. Die Frage ist nur, was passiert, wenn mir bei dem anderen Ding der Treibstoff ausgeht. Die Treppe lasse ich ja mal. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich hier hochgehe. Warte, ich gehe hier rauf. So. Dann gehe ich auf den rauf und bin dann oben. Okay. Ja, ist doch cool. Aber dann brauche ich eine Lösung, wie ich wieder runterkomme. Wenn ich jetzt noch zwei Levitatoren hätte, könnte ich das vielleicht mit einbauen. Ja, eigentlich schon. Gut, mache ich später. Ist egal jetzt. Blümchen, die ich da für den grauen Farbstoff mal hergenommen habe. Oh, ich glaube, das hast du gemischt. Nö, grau habe ich nicht gemischt. Das waren tatsächlich hier so ein paar Blümchen, die hellgrauen Farbstoff gegeben haben. Oh. Im Futterhaus ist auch noch in den Kisten Haufen Krams an Blumen und so, ne? Mhm. Wollte ich dir nur mal sagen. Oh, Kacke, ich wusste das. Oh, Entschuldigung. Okay, das war nicht dieses Loch. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich das Loch hier nicht buddel. So. Okay. Gut, die Margariten waren es alt. Ne, da unten sind sie. Ich hab's Loch zugebottelt. Ja. Fuck. Und ich sag noch, ich muss aufpassen, dass ich das Ding nicht zubottel. Klar. Porzellansternchen hatte ich dafür. Ah. Okay.
Unter dem Meer. Unter dem Meer. So. Ah. Das ging ja nicht, ne? Was haben wir denn, was gibt es denn hier noch an? Jetzt. Oh, hat er das vorhin nicht gemacht? Bruchstein ist ja auch interessant. Ich finde, Bruchstein sieht immer so. Mustersteinziegel, die werden ja auch sehr hübsch. Bemooste Steinziegel. Das heißt, ich muss Bruchstein machen. Aus Stein 1, ne? Stein 1 chiseln war das, ne? Glaube ich. Was? Für Bruchstein? Nee, warte. Bemooste Steinziegel. Nee, alles gut. Ich möchte diesmal mit ein paar bemooste Steinziegeln arbeiten. Ja. Okay. Und dann brauche ich aber auch Ziegel. Ey. Hier, Steinziegel. Ah, die kann man sogar craften. Wie cool. Mich nervt diese Fliege hier. Blöde Fliege, wenn ich dich wenn kriege. Wenn ich dich kriege, reiß ich dir 1, 2, 3, 4 Beine aus. Dann wirst du hinken. Sing mit. Auf einem Schinken. Dann kommst du ins Berliner Krankenhaus. Dann oh, wirst Gottes du operiert, mit Ketchup angeschmiert. Dann schreist du au, 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 du Alter. Oh. Nee, das. Doch, sind die das? Ja, das sind die. Das ist so. Oh, ganz toll. Wie viel habe ich denn? Ja, ja, wo? So, und dann mache ich diese fucking Fliege. Ich hau sie jetzt gerade hier mit dem Auszeiger rein, dieses Mistviech. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich, Fliege. Piss dich. So. Dann brauche ich nachher noch eine andere. Verpiss dich, habe ich gesagt. Entschuldigung. Ja, also, was soll das? Das nervt. Wo setze ich denn hier an? Am Bauch und am Hintern. Oder meintest du was anderes? Ich kenne sie nicht. Wer sind sie? Oh, die sind verkehrt! Das sind Round Outer Corner. Ich hasse dich. Und die Fliege auch. Entschuldigung, ich bin wieder. Ich will. Und warum bin ich so zugeklumpt? Ist das ätzend, ey. Warum habe ich so viel Mut? Ach, ich weiß ja warum. In der Tasche. Das hier für komische Geräusche. Das schmeiße ich jetzt am E-System, ist mir doch egal. Den brauche ich. Dann brauche ich nochmal Stein. Ich finde das ja so geil. Da war mal ein Typ, der hatte irgendwie reingeguckt bei mir in der Folge von Conan.
Und ich habe das so gefeiert, weil der so extrem aggro war, weil ich, ich sage ja gerne sowas wie Minecraft, also, ne? Oder bei Conan Exiles sage ich ja auch gerne mal Conan Exiles. Ich finde es halt witzig, ist so. Und der ist dann anscheinend mega drauf abgepisst, dass der echt sauer war und dann das Video irgendwie geschrieben hat, das heißt doch nicht. Und da habe ich gedacht, ja, es ist schon erstaunlich, wie viele Deutschlehrer es unter den minderjährigen Zuschauern gibt. Wobei es ja zum Glück eine böse Verallgemeinerung ist und sehr zum Glück nicht alle Minderjährigen Klugscheißer sind. Es ist aber erstaunlich, die Anzahl der Klugscheißer unter den unter 25-Jährigen ist deutlich höher als unter der älteren Gesellschaft. Wobei es die da natürlich auch immer noch gibt. Aha. Also nichts gegen meine jüngeren Zuschauer, ich feiere euch. Es ist einfach nur eine Sache, die halt dann doch auffällt, dass man... Es gibt Jüngere und es gibt Jüngere. Ja. Es gibt immer zwei Sorten von Menschen. Es gibt immer die, die meinen, alles besser wissen zu müssen, und es gibt eben die Leute, die super korrekt sind einfach. Und natürlich viele, viele graue Abstufungen dazwischen dann auch. Aber für diejenigen, die alles besser wissen, Leute, kein Mensch mag Klugscheißer. Ich bin aber auch manchmal ein Klugscheißer, weil ich es witzig finde. Ja, das ist, Klugscheißen macht aber ja du auch Spaß. Auch. Ja. Du auch. Das macht ja unter Umständen auch Spaß. Aber wie gesagt, kein Mensch mag Klugscheißer. Und wenn man das dauerhaft macht und ernst meint und nicht über sich selbst lachen kann, dann ist das schon ein Armutszeugnis bis zum gewissen Grad. Warum kommt mich hier jetzt nicht hoch? Danke. So. Perfekt. Genau so wollte ich das haben. Und dann dürfen wir gerne auch mal ein paar normale Steine rein. Dann darf hier gerne mal wieder so ein Krüppel da rein. Hier noch ein normaler, hier ein normaler. Dann kommt hier auch ein normaler rein. Oh, das wird gut. Oh mein Gott, das wird gut, Stefan. Oh! Das freut mich. Was wird denn da so gut? Sag ich noch nicht. Musst du dann sehen, wenn es soweit ist. Okay? Okay, gut. Oder ich schaue einfach in deine Folge rein. Du wirst das sowieso irgendwann noch sehen. Also, passt schon. It's raining, rain. Hupalala, it's raining, rain. Rain, rain. Ich mache jetzt hier... Oh, das wird... Oh. Ich freue mich, dass ich jetzt mal wieder bauen kann. Wobei, eigentlich sollte ich nicht am Taumhaus bauen. Aber ich muss so schnell wie möglich die diese Kristalle züchten. Weil die vermehren sich ja. Das ist halt sehr wichtig für mich. Ja. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Dieser Nether-Portal-Raum ist auch nie fertig geworden. So. Voilà. Ist ein bisschen ruckelig, ne? Finde ich nicht. Aber mir schon. Ist aber nicht so wild. Also ich mag ja den Hammer hier, ne? Das ist ja praktisch. Ah, so ein richtiger Hammer ist schon... Kann man froh sein, wenn man einen hat. Wer bloß ein kleines Hämmerchen hat, der tut halt schwer, Wände einzureißen. Ja, Barrieren abbauen und so weiter. Also. Was denn? Bitte! Was denkst denn du schon wieder? Krankes Schwein, Alter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 24, 7. Hör mal auf! Ja.
Apropos aufhören. Was? Weil wir schon bei 20 sind. Oh. Ja, dann, vielen Dank. Die Zeit vergeht. Ah, nee, du warst dran, ne? Ja, ja, ich bin am dransten. Und deswegen bleibt mir jetzt eigentlich fast nichts anderes übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, schreibt mir gerne Hasskommentare für meine Klugscheißer-Tiraden unter mein Video drunter in die Kommentare. Ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit, um es mal mit den Worten von der Newstime zu sagen. Ich hoffe, es hat euch einfach gefallen und ihr schaltet einfach auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss. Tschüss.